Hallihallihallihallo und herzlich willkommen am Freitag, dem 4. Dezember 2020. Hier ist euer alter Mann. Mein bürgerlicher Name ist Werner Michael Heuss. Und was ihr hier zur Begrüßung seht, das ist eines meiner Lieblingsbilder überhaupt von allen Bildern, die von mir existieren. Und es hat für mich einen sehr, 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 sehr hohen Stellenwert, denn es ist so ziemlich das letzte, ich sage mal, für meine Begriffe schöne Bild, bevor ich von einer schweren Krankheit, einer unheilbaren Krankheit mit dem Namen Myasthenia Gravis, eine chronische Krankheit, wie gesagt, unheilbar. Und die geht mit Muskelschwäche einher. Was man auch ansonsten auf meinem Gesicht sehr deutlich sieht, besonders am rechten Auge. Und ja, heute komme ich zum dritten Teil meiner Ausführungen rund um Bilder im Netz, Bilderrechte, Urheberrechte, Copyright und so weiter. Und dieser Teil, ich muss jetzt mal ein ganz kleines bisschen weiter ausholen. Wir befinden uns in der ersten Adventswoche. Und wer meinen Ausführungen bei vorhergehenden Videos aufmerksam gefolgt ist, der weiß, dass der Monat Dezember 2020 für mich ein sehr bedeutender wird und damit auch für 350 plus 12 plus 1 plus 4 plus unbekannte Dunkelziffer Menschen wird. Und ich habe mir vorgenommen, in der ersten Adventswoche lasse ich einen Kracher los, das wird heute sein. In der zweiten Adventswoche zwei, dann sind wir bei drei. In der dritten Adventswoche drei, dann sind wir bei 6. Und in der vierten Adventwoche, also nach Weihnachten, Weihnachten 24, 25, 26, werde ich ganz sicherlich aussparen. Da wollen wir Weihnachten so gut wie möglich feiern, wie es unsere äußeren Umstände in Zeiten von Covid-19 zulassen. Also 27, 28, 29, 30 und 31, da knallt's dann richtig. Und alles, was jetzt kommt, ist an Dreistigkeit, Nichtigkeit, Unmoral, Charakterlosigkeit, Ehrlosigkeit, Verlogenheit und so weiter und so weiter und so weiter. Alles, was euch an schlechten Attributen bei Menschen einfällt, angefangen von absoluter Charakterlosigkeit und völliger Respektlosigkeit einem Menschen und erst recht einem Schwerkranken gegenüber, was ihr euch überhaupt nur irgendwie vorstellen könnt. Und deshalb ist der Titel des heutigen Videos auch: Hat man dir ein Bild geklaut? Schon mal beim 5-Sterne-Sonnenklang geschaut? Und jetzt zeige ich euch, warum. Und ihr werdet bauklötzig dauern. Ich habe es euch versprochen. Und heute geht's los. Wie gesagt, dieses ist eines meiner Lieblingsbilder. Zeigt mich 2015 im Rosengarten in Forst in Brandenburg. Im Land Brandenburg. Und alleine zu diesem Foto wird es in der nächsten Woche ein Video geben. Rund um dieses Foto gibt es ein komplettes Video geben, wo ich euch alle Schweinereien einer Schweinebande zeige, wie es sie schlimmer auf dieser Welt nicht geben kann. Wir machen heute einen Abriss, und zwar durch die Zeit ab November 2016. Merkt euch mal diese Position hier mit einem ausgestreckten Arm, dem linken nach links oben zeigend. Und wir starten locker rein
in Mobberei, Demütigung, Missachtung und vom Allerfeinsten. Und auf los fängt's an. Im besagten Zeitraum 2016, alles hat seinen Anfang und alles dreht sich immer rund um die Person, die wir kennengelernt haben als, ja, wir haben uns jetzt zuletzt geeinigt auf den Namen die Kurzbeinige. Ich rede hier von der Assistenz der Geschäftsleitung des 5-Sterne-Sonnenclan, einer Cybermobbing-Organisation, der ich 2019 den Namen 5-Sterne-Sonnenclan gegeben habe. Und mal sehen, vielleicht kriege ich es hier hin, dass wir es nebeneinander bekommen. So, jetzt haben wir hier mein Lieblingsbild und fangen mal ganz, ganz locker an. Dieses Bild vergrößere ich euch. Und hier seht ihr schon, was Trumpf ist. Halt. Ja, es ist wieder die Sache mit dem Vorführeffekt. Ich mache es euch größer. Und hier sehen wir schon, wie es zum ersten Mal verschandelt wurde. Mal gucken, kriegen wir es noch größer. Ja, es ist unheimlich schlecht, wenn man zwei Bilder mit dem gleichen... Jetzt reicht es aber langsam. Jetzt versuche ich mal hier, es groß zu bekommen. Jawohl, jawohl. Jetzt gehe ich nach oben. So, jetzt kriege ich das andere nicht daneben, aber ihr seht schon hier, abstrakt gestaltet das Tor. Hier sehen wir ein Abbild der Figur Brösel Werner und zu dem damaligen Zeitpunkt, das war kurz nach der Gründung meiner Friedensinitiative in einem bestimmten Netzwerk, hatte ich meinen Usernamen umgenannt von der alte Mann auf der Friedensbote und die gute Frau, die wir jetzt mittlerweile als die Kurzbeine hier bezeichnen, aufgrund ihrer ganzen Lügen, hat es sich nicht nehmen lassen, im regelmäßigen, schönen Takt alles Menschen möglich zu machen. Als erstes wurde ich umbenannt in Friedensknoten und meine Aktion Stopp Cybermobbing wurde in Stopp Vollpfosten umgenannt. Das Ganze unter dem Maskottchen des 5-Sterne-Sonnenclan des Teufels. Auf die Sprüche gehe ich jetzt nicht ein. Es ist einfach, kann der Friedensknoten Papst werden und so weiter. Wieder die Figur Werner. Es ist einfach pervers und abartig. Und hier sehen wir auch, Brösel kommt immer gut an. Was man dazu sagen muss, die Figur Brösel Werner ist ein geschütztes Markenzeichen in Deutschland. Und jeglicher Missbrauch ist verboten. Und in diesem Bild hier sehen wir es ganz besonders schön. Hier, wer mein Logo kennt, zwei ineinander verschlungene Herzen, wurden noch auf das T-Shirt eingearbeitet. Die Grafikabteilung des 5-Sterne-Sonnenclan sind alleine mir aktuell bekannt 4 Grafikschmierfinken, einer schlimmer wie der andere. Und gut, ich glaube, wir brauchen darüber nicht großartig zu sprechen, was man da netterweise gemacht hat. Und die Sonne ist mit Sicherheit nicht die einzigste. Wir sehen hier, halt, nee, das mache ich auch mit meinem anderen Programm auf, geht es locker weiter. Ich habe ja gesagt, 350 plus Mitläufer und, was es da alles gibt. So, öffnen wir das nächste Bild. Und hier haben wir die nächste Userin, die auch meint, sie ist was ganz Besonderes. Achtet mal. Ich mache mal die anderen zu, dann ist es einfacher.
achtet mal einfach hier. Ja, jetzt will er. So, hier haben wir das gleiche Bild gesendet von einer Userin, deren Ende vom Namen Sternchen ist. Also wir haben jetzt Sonne und wir haben jetzt Sternchen. Ja, nur mal so, damit ihr seht, wie das alles in sich zusammenhängt. Und wir haben hier selbstverständlich, wie immer, einen Kommentator auf dieses Bild. Und zwar, wer sollte es anders sein als die Sonne? Das Ganze war am 17. November 2016. Und dann gucken wir gleich weiter. Das nächste Bild, auch ein Mitglied des 5-Sterne-Sonnenclan, selbstverständlich. Wieder ein anderer, ein User, dessen Name mit Holz anfängt. Wieder diese Bilder mit der Werner, hier mal ohne die zwei Herzen und so weiter. Ja, und dann mit der, wieder die Sonne. Also es gibt kein Bild vom 5-Sterne-Sonnenclan, wo die Sonne nicht mit dabei ist. Hier am 6. Dezember, wir haben ja jetzt nur, übermorgen haben wir den 6. Dezember 2020. Und hier waren die ersten Früchte ihrer Kampagnen gegen meine Person. Zeitgleich war ja eine Gruppe gegründet worden mit 350 Mitgliedern plus Dunkelziffer, aus denen sich der Clan begründete. Und sie hat es natürlich geschafft, während ich zur Kur war, 5 Wochen, Leute vollzulügen. Wie habt ihr schon gesehen, in anderen Teilen, mit persönlichen Anschreiben, mit öffentlichen Tickern, mit Hetzkampagnen in diversen Gruppen eines bestimmten Netzwerkes, ohne dass der Betreiber auch nur, ja, einmal haben sie was dagegen getan, einmal haben sie was geschlossen. Ja, die Abwanderungswelle kommt in Gang. Da hat sie sich dann gefreut, dass. Und hier sehen wir auch eine weitere Person, die gleich noch eine Rolle spielt, und zwar eine Person, deren Username mit S04 anfängt. 2020 hat die gute Frau allerdings ihren Namen geändert. Und wir werden sie gleich wiedersehen. So, das war erstmal die Sache mit Friedensknoten. Man hat also mich als Person durch den Kakao gezogen, bis zum geht nicht mehr. Meine Bilder verhunzt, verschandelt. Man hat die Bilder, die markengeschützten Bilder von Brösel Werner benutzt und auch verschandelt. Komischerweise, nachdem ich die Firma Brösel darauf aufmerksam gemacht habe, verschwanden diese Bilder erst einmal. Zeitgleich tauchten Bilder auf von einer der Grafikschmierfinken aus dem 5-Sterne-Sonnenclan. Und zwar hatte ich hier mal an einem Tag, da ging es um ein bestimmtes Thema, wie es bei mir immer ist. Hatte die oberste Grafikschmierfinkin, auch Ostbürger, angeblich in Gardelegen im Land Sachsen-Anhalt beheimatet. Hier, das ist original von meinem Ticker. Dann hat man das Ganze wieder verschandelt. Man hat hier eine bestimmte Figur reingesetzt mit einem Zahn. Und die Figur kennt ihr schon von Dutzenden, von Hunderten Bildern. Immer wieder das Gleiche. Und diese Person zeigt eindeutig mich. Und auch dazu werde ich ein Video machen, wo ihr alle Einzelheiten seht. So, es fing an. Die Grafikschmierfinkin selbst hat einen sehr kurzen Namen. Ich mache es nochmal ein bisschen größer. Fing hier an. Ja, hier steht es, Gardelegen. So, und dann ging die Verbreitung los. Ich mache es hier noch ein zweites Mal auf. Interessant ist, immer wieder der erste Kommentator, immer wieder die Sonne. Und hier ganz speziell geht es wieder um euch, liebe Freunde, liebe Kanalabonnenten, liebe Freunde, liebe Fans, liebe Gruppenmitglieder des alten Mannes. Und unter diesem Bild steht, und dieser Müll und Schrott wird auch noch geglaubt
ungeheuerlich, wie sich Leute einwickeln lassen und mit Scheuklappen ohne eigene Meinung durch die Gegend laufen. Da sagt genau die, ich hatte es euch schon gesagt, die Sonne veranstaltet jede Mitternacht, ich weiß nicht, ob es mittlerweile sogar Videokonferenzen sind, aber in einer Geheimgruppe, die angeblich nicht existiert, komischerweise kriege ich immer wieder Nachrichten aus dieser Gruppe, weil es da Leute gibt, der ihr Verhalten auch gegen Strich gehen und mir dann die Informationen zuspielen. Bin immer wieder erstaunt, wie viele neue dazukommen. Ja, sie gibt den Leuten genau vor, welches Bild hat wer zu posten, welchen Kommentar hat wer drunter zu schreiben, um mich möglichst schlecht dastehen zu lassen. Das ist also nochmal das Original von der Grafikschmierfinken. Und dann ging die Party los. Ich zeige euch nur zwei Beispiele. Und zwar haben wir dasselbe hier. Ich mache es ein bisschen größer, damit ihr besser gucken könnt. Soleil heißt zum Beispiel Sonne, und zwar in der französischen Sprache. Und ihr seht, ja, Sonne hier, Sonne da. Es gibt auch User, die verwenden den Namen Aurora und. Ich habe in meiner IGNU-Liste vom 5-Sterne-Sonnenclan alleine 114 Personen, in deren Username das Wort Sonne in den verschiedensten Varianten vorkommt. Hier wurde es dann eine Stunde später weiterverbreitet von dieser Person. Und die Party ging fröhlich weiter. Hier haben wir die nächste Person. Die Sonne selber ist ja mittlerweile, glaube ich, 73. Diese Person hier mit dem User-Endnamen Heidi ist schon 75 oder 76 und die verbreitet die Bilder der Grafikschmierfinken, die ich euch gerade gezeigt habe, die ja vom Netzwerk Mitte 2020 ausgeschlossen wurde, weiter zusammen mit ihrer Schwester, die hat den gleichen, und so weiter. Und ihr seht schon, das sind nur kleine Beispiele, wie die Verbreitung läuft. Und die Verbreitung selber läuft, ich hatte es euch schon, ich gehe immer auf das Falsche, das dauert viel zu lange, bis das Bild dann lädt. So, hier sehen wir ganz wunderbar den Verbreitungsprozess. Hier sehen wir auch wieder diese schreckliche einzahnige Person, dieses Bild zum Beispiel, und zwar war das der Ursprung, das Original von mir, von meiner Webseite satire.de. Das hatte ich gepostet in einem Artikel, wurde von der Grafikschmierfinkin umgesetzt innerhalb weniger Minuten. Mal sehen, ob wir es groß genug kriegen. Wurde von der Person persönlich an dem betreffenden Tage um 12 Uhr 12 Minuten rausgehauen. Und dann ging die Party los. Dann ging die Party los. Und zwar um 12.14 Uhr weiterverbreitet von der ersten Person. Dann um 12.40 Uhr von der nächsten Person, zwischendurch um 12.38 Uhr von der nächsten Person und hier um 12.35 Uhr von der nächsten Person, alles unterschiedliche Personen. Und das ist ein Teil des Verteilerschlüssels. Ich hatte euch ja gesagt, in Windeseile verteilt der Clan den Dreck und es gibt also noch 350 potenzielle Verteiler. Ihr könnt euch also vorstellen, das geht wie ein Lauffeuer durch die Netzwerke. Immer angefangen im sogenannten gelben Laden. Und immer ist die Kurzbeinige dabei und ihr Pendant. Und damit das Ganze hier nicht ganz so lang wird, zeige ich euch jetzt wirklich nur noch ein paar Highlights. Und jetzt werdet ihr aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Eine der größten Dreckschleudern in diesem Netzwerk ist Jülzi. Ich nenne ihn Jülzi. Und Jülzi kommt aus Halberstadt und in Halberstadt ist neben Berlin eine zweite Hochburg des 5-Sterne-Sonnenclans.
Das hier zeigt eines meiner Profilfotos, wie ihr sie aus Facebook und auch aus dem gelben Laden kennt. Das bin ich und so weiter und so weiter. Brauchen wir uns gar nichts. Das ist vollkommen klar. Und was haben wir hier Wunderschönes? Kamerad Julzi, eine der größten Dreckschleudern männlicher Natur. Guckt euch das an. Da bleibt kein Auge trocken. Mal sehen, ich versuche das andere daneben zu legen, ob mir das jetzt gelingt. Ja, hier habt ihr das Original und hier habt ihr den Abklatsch. Man sieht genau, mein Pullover, alles ist gleich. Mein Gesicht ersetzt durch die Figur Homer. Der gute Mann lacht sich darüber kaputt, was anderes kann er nicht. Er ist ja hohl wie ein Pfund Wurst. Und seine beste Freundin, Miss Superman, schreibt dann darunter, ja, das erkennt jeder. Ihr seht, 1:1, alles gestohlen, mein Bild verschandelt. Ach so, ihr fragt euch jetzt, ob die Netzwerkbetreiber was gemacht haben. Nein, außer Beifallgeklatsch, nichts. Schreiben in ihre Nutzungsbedingungen, Verunglimpfung, und, alles ist verboten, Beleidigung, dies, das und jenes. Nichts, es passiert nichts. So, ich lasse es noch mal ein Momentchen einwirken. Also ihr seht hier, 1:1, ja, das ist mein Originalprofilfoto und das ist von einem Herrn. Weiß nicht, ob der Name überhaupt richtig ist, Schulze am Ende, der 3 oder 4 Jahre in meiner Freundesliste war und mir abenteuerliche Geschichten vom Leben auf der Straße und erzählt hat. Und Leute, ohne Worte. So, aber das ist ja noch lange nicht alles. Das wäre ja langweilig. Kommen wir zu der Userin mit dem Namen S04 am Anfang. Ich zeige es euch hier. Direkt und unverblümt. Ich drücke immer die falsche Taste. Das ist die Macht der Gewohnheit. So, wir öffnen es wieder mit meinem Lieblingsprogramm. Und hier haben wir etwas richtig, richtig, richtig Feines. In einer Übergangszeit X hatte ich meinen Namen von Herzen gerne umgeändert in Core and More. Core ist lateinisch und bedeutet Herz, ja, um mich vor dem Clan zu schützen. Ihr seht hier wieder mein Logo, die beiden Herzen. Und das hier habe ich gepostet am 10.04.2017. Das war mein 58. Geburtstag. Habe ich meine Leute begrüßt. Hier seht ihr den von mir erstellten Rahmen. Hier unten steht Copyright Werner M. Heuss at vonherzengerne.de. Die Webseite, die der Clan ja zusammen mit 9 anderen am 10. April 2020 zu meinem 61. Geburtstag wohlweislich lahmgelegt hat, weil dort alle Beweise für die Staatsanwaltschaft drauf sind. Und wer will das schon gerne sehen? Und wie ihr seht, einen Tag später, am 11.04., hat die Person, der ich jetzt aus der Not im Jahr 2020 den Usernamen Käse sei still gegeben habe, eine Person, die in einem Wahn lebt, den könnt ihr euch gar nicht vorstellen, nicht nur, dass sie gute Freunde von mir bepöbelt in Facebook und so weiter, die hat angeblich auch an einer Gerichtsverhandlung gegen mich teilgenommen, die überhaupt nicht stattgefunden hat. Ich weiß nicht, was bei dieser Frau, ich hatte sie ja schon mal angesprochen, aber ich weiß nicht, irgendwie hat die nicht mehr alle Schrauben, nicht mehr alle Tassen im Schrank oder irgendwo Schrauben locker. Und dann guckt euch das mal an. Das war mein Original. Hier wieder das Original. Und ihr seht hier, ich hatte in der Phase X versucht, über ein Wasserzeichen, mein Name hier, ja,
als Wasserzeichen. Das hat man alles rausgemacht und sie hat ihr eigenes. S04 Kirsten steht hier drinne. Hier ist alles gleich. Den Text hat man umgeschandelt. Viele Menschen sind heute leider blind für die Wahrheit. Und unten, wo mein Name stand, Copyright Werner M. Heuss und so weiter, Copyright Fangemeinde @ herzlich gerne. Und wer genau hinschaut, sieht hier wieder die beiden ineinander verschlungenen Herzen von hier. Das ist das, was mit Hunderten und Aberhunderten meiner Bilder gemacht wurde. Und das Ganze gipfelte in Folgendem. Das möchte ich euch auch nicht vorenthalten, denn wir haben ja immer noch die Kurzbeinige. Und wie gesagt, zu diesem Foto gibt es eine ganze Serie komplett. Auch zu dem Einzahnigen kommen wir noch komplett. So, und jetzt zeige ich euch, wie die gute Frau arbeitet. Und zwar habe ich an einem Tag X in Facebook, ich hatte euch im Teil 2 gezeigt, wie ich mir kostenlose Rahmen und Bilder hole, um diese dann selbst zu beschreiben und zu befüllen. Ihr seht hier wieder, das ist ein weiteres Profilbild von mir. Ja, ist immer das Gleiche, sind immer diese beiden Herzen. Hoch die Hände, Wochenende, viel Sonne, Spaß und Erholung, werner@vonherzengerne.de. Und wenige Stunden später erschien das Ganze bei der Kurzbeinigen. Die Sonne, ihr seht auch hier, mein Logo komplett geklaut, ihr Bild reingemacht. Und hier schreibt sie voller Stolz: Freut euch mit mir, hab ich bei Facebook gefunden und meinen Nick eingearbeitet. Schrift, Text, alles das Gleiche. Hier steht werner@vonherzengerne.de, geändert in minus meine Sonne. Voller Stolz präsentiert die ihren Scheiß, weil sie nichts anderes kann als klauen, 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 klauen und sich mit fremden Federn schmücken. So, ich denke, ihr könnt das Video ja immer wieder aufrufen und könnt euch die einzelnen Sequenzen im Standbild anschauen. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight, weil es muss ja auch noch ein Highlight geben. Und dieses Highlight finden wir hier. Ich habe euch gestern klipp und klar gezeigt, wie ich bestimmte Bilder mit bestimmten Gedanken und so weiter. Auch das mache ich schön groß, weil hier ist es ganz wichtig. Ich hoffe, wir kriegen es so groß, dass man es ungefähr erkennen kann. Und zwar hat die Sonne, und hier seht ihr es, Sonne, und ich nenne sie ja zum Beispiel Inge, Caroline, Petra, Renate, Hoppe, Bindestrich, Wuchtisch. Hier nennt sie sich selbst Tante Inge. Hier oben sehen wir Sonne, hier Tante Inge. Ausführung in Sachen Urheberrecht und Datenklau. Für Urheber einer kreativen und so weiter ist empfehlenswert, sich über Möglichkeiten zu informieren, die eigene Idee schützen zu lassen. Wer seinen kreativen Einfall nicht zum Patent anmeldet. Und da fängt schon die erste Dummheit an. Ja, man kann nicht beim Patent- und Markenamt jede Idee schützen lassen. Das kostet 200 bis 400 € pro Idee. Und ich habe euch gestern gezeigt, wie man über einen Notar sich das Urheberrecht schützen lässt und habe euch in meinen Account geführt. Und da ist auch dieses Bild hinterlegt. Und jetzt kommen wir zu dem kleinen großen Unterschied. Dieses Bild ist geschützt, und zwar, jetzt achtet hier oben drauf auf diesen Passus. Hier habe ich, damit das klar ist, dass es von mir kommt, Copyright Werner M. Heuss
Und jetzt gucken wir uns den Klau an von der guten Frau. Da seht ihr nichts. Kackfrech gestohlen, rauseditiert. Und das Ganze hat sie in der Zeit von November 2016 bis Mitte 2018 mit rundgerechnet 2.500 Bildern, die ich erstellt habe, so gemacht und hat sich mit meinen Federn nicht nur geschmückt, sondern hat diese Bilder auch noch in diversen Bilddatenbanken hochgeladen und zwar immer schön mit ihrem Account und sich immer schön geschmückt. Könnt ihr noch atmen? Ich kann da nur darüber lachen. Diese Frau ist 73 Jahre alt. Angeblich, ich weiß es nicht. Kann natürlich sein. Aussehen tut sie wie 105. Auch keine Frage. Und das Einzige, was sie in ihrem Leben wahrscheinlich oder vielleicht hingekriegt hat, ist, dass sie durch aktiven Verkauf in einem Zigarettenladen, ich weiß nicht, wie viele Tausenden und Abertausenden Menschen zu einer Lungenkrankheit verholfen hat. Und angeblich hat sie selber auch noch eine abgekriegt. Aber ich habe eine Hoffnung, das äußere ich heute zum ersten Mal. Ich werde es auch nochmal äußern, wenn ich zu sehen bin. Davor habe ich auch keine Angst mehr und nichts und gar nichts. Ich wünsche dieser Frau, dass sie an ihrem Hass, an ihrer Hetze, ihrem Hohn, ihrem Spott über Kranke, ihre Verleumdung und der ganzen anderen Aktion irgendwann an dem ganzen Dreck erstickt. Punkt. Und dazu stehe ich wie eine Wand. Ja, ihr Lieben, damit es heute nicht so lang wird. Und in dieser Art Kracher gibt es nächste Woche 2. Also, bleibt am Ball. Ich zeige euch alles in allen Kleinigkeiten. Die Facebook-Lüge von dieser Frau und es kommen noch viele andere Sachen. Und alles rund um mein Bild im Rosengarten. Damit geht's nächste Woche los. Im Verlaufe der Woche natürlich. Ich hatte euch ja versprochen, ich zeige euch auch die einzelnen Programme, die ich für Grafikbearbeitung benutze. Und die werden wir, damit werden wir die Tage füllen. Ich wünsche euch für heute, dass ihr immer noch genug Luft habt zum Atmen und durchkommt und einen guten Start, einen zufriedenstellenden Start in das zweite Adventswochenende 2020. Ich hoffe, ihr seid gut durch den Tag gekommen und ich sage euch wie gewohnt, bleibt um Himmels Willen bitte, 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 bitte von Faktor C verschont und im Internet vom Wahn der Sonne und ihrem 5-Sterne-Sonnenclan. Und ihr seht, mit ein bisschen, 1 und 1 zusammenzählen, wisst ihr in einiger Zeit klipp und klar, warum ich diese Cybermobbing-Organisation den Namen 5-Sterne-Sonnenclan gegeben habe. Ich sage, wie gewohnt, bis dann, habt euch wohl, ich hab alle lieb, euer alter Mann. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.